Salze bestehen aus einem Ionengitter, das durch die elektromagnetische Kraft zusammengehalten wird. Die Natriumionen sind positiv geladen und die Chloridionen sind negativ geladen. Mischt man Salz mit Wasser, so beginnt sich das Ionengitter aufzulösen. Die positiv geladene Wasserstoffseite der Wassermoleküle beginnen die negativ geladenen Chloridionen abzulösen. Die negativ geladene Sauerstoffseite der Wassermoleküle beginnen die positiv geladenen Natriumionen abzulösen. Wenn die Anzahl der Wassermoleküle die Anzahl der Ionen übersteigt, wird das komplette Ionengitter aufgelöst. Das Salz ist nun komplett im Wasser gelöst.